Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Troy Ultimate HD auf der Wii U. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Monster, aber dazu will ich erstmal die Questbeschreibung vom Böttchermeister, der uns hier als Klient dient, vorlesen. Genau. Hey, gerade rumpelte ich so mit meinem Fasswagen durch die Sandebene und plötzlich... Rah! Der Wagen fliegt und ich mit ihm. Hallo? Das Fassgeschäft sollte sicher sein, verdammt! Um welches genau. Monster könnte es sich hier bei dem Böttchermeister nur handeln? Um den schrecklichen, den abartigen, den widerwärtigen, den großmäuligen, den zahngefletschten Nibelsnarf. Nibelsnarf. Oh, guess who's back. Nibelsnarf. Ach, huch, jetzt habe ich die Quest angenommen, das wollten wir ja gar nicht. Ja, ich mach das jetzt. Dave nimmt die Quest an. Ja. Genau, hier der Nibelsnarf, ungefähr die Kreatur mit dem Bemitleidens... Huch, ich habe ja noch das ganze Zeug von unserem Magnaktoran. Moment. Verrückter. Genau, hier der Nibelsnarf, wohl die Kreatur mit dem bemitleidenswertesten Namen überhaupt hier in Troy Ultimate in der lokalisierten Version. Ja. Ja, man weiß es nicht. Was das soll. Ja. Ich glaube, es wurde mal in so einem Lokalisierungsblock angesprochen, aber ich habe es einfach verdrängt, weil die Wahrheit nicht zu ertragen. Ja, irgendwie macht es alles relativ wenig Sinn mit dem rund um den Nibelsnarf. Alles sehr mysteriös und ich habe Fassbomben vergessen, fällt mir auf. Ja, nimm du die. Ein. Ja. Und hier ist simple Schallbomben. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber gut. Soweit ich weiß, kann man den ja einfach mit der Schallbombe irgendwo hinlocken, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es leider auch nicht mehr, weil es einfach so ein verhasstes Monster von mir war, der Apulbokka. Apulbokka. So heißt er nämlich im japanischen Original. Und da habe ich ihn auch sehr selten gemacht, den Portable Sword, muss ich dazu sagen, weil er mir einfach nicht taugt irgendwie. Aber. Und ja, vielleicht könnt ihr uns da ja irgendwie weiterhelfen mit diesem komischen Schallbombengedöns da. Also ich kenne mich da gar nicht aus. Wir können es mal ausprobieren nachher in der Quest dann. Ja. Und ja, der Nibelsnarf versteckt sich hier unter solchen Sandhäufen. Genau, es macht immer Sinn, die kaputt zu machen auch. Wenn ich mich noch richtig erinnere, weil er irgendwie da sich rumtrollen kann mit den Sandhäufen irgendwie. Mag sein, bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Wo ist auf jeden Fall erkennt er den Nibelsnarf eben an diesen Ausdünstungen. Ausdünstungen! Hat er sich gerade geportet irgendwo hin? Er ist der hier und nicht, oder wo ist denn doch, der? Ach hier ist er hoch. Ich drehe voll so gegen das Ding. Boah, und ihr seht schon, das ist ein richtig großes Monster. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht oder auch auf den zweiten, weil er ständig so nur ein bisschen draußen ist. Boah, der sieht aber auch gut remastered aus. Der gute. Und vor dem muss man ein bisschen aufpassen, denn der spackt hier gerne mal ein bisschen rum irgendwie. Und seine effektiven Punkte sind eben die Kiemen unter anderem. Ich glaube, sein Mund ist am anfälligsten, oder? Aber da kommt man halt nur sehr, sehr selten. Ja, am anfälligsten ist sein Mundinneres, aber das hat es halt selten offen, gerade beziehungsweise sein Gaumenzäpfchen. Sein Gaumen? Dieser, so ein Gaun. Oh nein, nicht mich wegsmecken. Ja, genau. Und hier, jetzt waren gerade die Kiemen offen. Sorry. Kein Problemo. No Problemo. Nein. Nein, nochmal, dieser Verrückte. Wird immer weggesmackt von dem Mund, verdammt. Naja, mit Lanze kann ich da zwar noch ein bisschen schneller blocken als mit Gunnels, aber ich bin halt auch nicht schnell genug. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Ah, geh weg. Ja, alle hassen diesen Nibelsnarf. Der ist nämlich echt irgendwie sauwiderlich einfach. Niemand mag Nibelsnarf. Oh, der Piet. Ey, jetzt Nibelsnarf. Nein! Verdammt. Genau. Also, hier. Gunlance ist auch schon ein bisschen zu langsam fast für den hier. Vor allem mit diesem ganzen Geschnappel, da komme ich nicht mehr mit. Ja, das ist echt irgendwie ziemlich widerlich, das Vieh. Was zeichnet ihn aus? Ja, eben seine Größe, die eigentlich meistens verborgen bleibt. Eigentlich erst nachdem er ihn getötet hat, wirklich sichtbar wird. Und ach, jetzt könnten wir hier so die Dingens legen. Genau, warte, ich leg mal eine Bombe oder nimmt der überhaupt? Ich glaube, der geht auf mich. So hier, du. Er hat meine Bombe. Hat er die gesmackt? Ja, er hat die gesmackt. Nun, jetzt können wir ihn angeln, schnell hin. Jo, ich gehe auch schon hin. Und jetzt muss man A smashen. Das triggern würde hier. Oh, und da ist er draußen, der Gute. Jetzt kann man
eben seinen weichen, faltigen Bauch oder seinen Mund erkennen. Also hier greife ich meistens den Bauch an, weil es halt einfach echt gut geht. Der Bauch auch sehr effektiv ist. Tatsächlich, lustig. Ja, ja, genau hier, immer auf den Bauch. Okay. Ich habe irgendwas gebreakt gerade, ich bin mir nicht sicher. Moment, ich nehme mal hier ein Megatränkchen, weil der macht echt derben Schaden. Das ist nicht zu unterschätzen, der gute Freund. Allerdings. So, hier Lebensfluide halten. Achso, ich dachte, du bläst dann den Trap oder so. Natürlich. Hätte sein können. Ja, sehr effektiv gegen dieses Navi. Kann man den wieder fischen? Ja, wahrscheinlich schon. Warte, ich versuch. Fischen. Ja, nein. Also ihr müsst da schnell sein, denn sonst ja, macht ihr so einen Spinny. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick, ja. So, jetzt auf den Bauch. Bauch. So, ich smack hier weiter in den Mund rein und versuch das. Ja, aber schau mal, sieht's auch am Blut, dass das halt übel reinzwiebelt hier am Bauch. Okay. Ne, war mir bisher gar nicht bewusst. Dachte immer nur Kiemen und Gäumchen. So, und da ist nochmal ein Shiny Drop von ihm geplaced. Schnell, schnell einsacken, das gute Stück. Vibrant nice. Tears. Oh, er macht wieder ein Ding ins Angriff. Auf wen geht er? Ich hab keine Bombe mehr, verdammt. Warte, ich hab eine. Nein. Komm zu mir, komm zu mir. Ja, geht ihr auf dich. Oh, ich wollte gerade noch hechten. Gesnackt. Ja. Gesnackt. Geniebelsnaft. Hey, was soll das? Wieso fliegt er nicht in die Luft? Ja, keine Ahnung. Einfach geschluckt. So ein Schluckspiel. Boah. Nö, er hat gar nicht. Das sah gerade bei mir so aus, als würde er gleich einen Sandstoß nach hinten machen. Huch, wo ist er denn? Hinter dir. Oh, ich hab nur noch halbe Leben. Mal auffüllen hier. Immer in diesen kleinen Schrittchen wird hier einem Leben abgezogen von Niebelsnarf. Ja, schon, das merkt man gar nicht so. Ich trinke mal hier ein Erste-Hilfe-Arznei und wechsle dann gleich wieder auf die Bomben. Das sollte man immer bereit haben bei dem Guten. So, hier geblockt und schnell weit von vorher rein. Um den Effekt zu haben. Und wo ist super effective? So, ich verstecke mich jetzt hier hinter diesem Bogen. Huch, der verfolgt mich ja. Ich renne einfach hier random um. Ich erwische schon die ganze Zeit. Ich erlasse eine 1. Oh nein! Das war so gerade so sauknapp einfach. Warte, ich werfe jetzt mal eine Sonic. Jetzt habe ich nur diese komischen Viecher hier raus. Warte, aber erst wenn er. Ich check das gar nicht. Wenn er untergetaucht ist. Der ist wie so Mafiosi, taucht immer unter. So ein Liebesnarf-Kopf mit Anzug. Oh, jetzt müssen wir gleich die seine Felsen da kaputt machen, also seine Versteckhöhlen. Muss fischen. Achso, bist du am Fischen? Ja, natürlich. Ja, ich habe gar nicht hingeschaut, ich bin gerade vorgerannt und hab. Aber du hast es auch so geschafft. Ich brauche deine Hilfe nicht. So, und wieder in den Bauch. Ja, siehst du es am Blut? Ich hab's gerade auf der Cam, ja. Geht übel ab. Okay. Aber zu zweit tut man sich da eh. Also mit 2 LS geht's halt übel gut. Nicht. Hey, ich bin unter ihm. Ich fang halt unter ihm so festgebackt. Süß. Festgeniebelsnarft. Sugoi. Nochmal 2 Liebe und Tränen gesammelt. Echt, wo? Und jetzt humpelt schon weg. Also nochmal eine. Und jetzt humpelt er auch schon. Ach, da hinten liegt eine. Da, also da, irgendwie da, wo gerade der. Ab. Ich wollte gerade sagen, wo der Renoplus steht, aber der ist ja bei dir gar nicht. Hier irgendwo war die. Find sie gerade nicht, vielleicht. Aber ich habe deine erste auch nicht gesehen. Also okay. Bei mir war doch deine erste auch nicht da. Vielleicht ist es wieder so übel buggy von Monster Hunter, wie man es kennt. Ja, und der gute Niebelsnarf, der geht jetzt pennen in die 11. Also der ging jetzt eigentlich echt flott, wir sind bei 9 Minuten oder so. Okay. Nee, der geht gar nicht pennen, der random hier rum irgendwie. Warte, ich brauch mal schnell meine. Schack, fuck, jetzt habe ich die Bombe platziert. Egal, das war eh die Dingensbombe. Hier raus. Hä, hat das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht. Der kann übrigens auch so einen Sandsturmangriff. Oh, den macht er jetzt gerade. Nein. Er wird die Bombe sprengen. Nein. Der Renobloss hat mich noch erwischt. Nein. Ich wollte auch noch so episch ihn mit Weifern vorher zum Staggern bringen, aber es hat nicht geklappt. Nein! Renoplans. Hier geblieben. Mist. Ich schau mal, hab ich wieder eine. Nein, ich hab diesmal die Schockfalle vergessen. Verdammt. Hier geblieben. Schade. Gut, dann warten wir kurz, bis er hier gepennt. Dann hau ich da eben das Weifernfeuer rein. Genau. Ich tue hier gerade noch schon ein bisschen wetzen.
So, noch ein bisschen Flöten. wie die halt einfach, du Idiot. Hallo, das doch, hat doch gebufft. Das hat doch gereicht. Okay, ich glaube, er sollte jetzt eigentlich schon pennen, oder? Okay. Denke ich. Wir hoffen es. Ja. Ich jump mal hinterher. Und da ist er, der gute Liebesnarv. In der Höhle. Vielleicht ist es der Final Strike hier. Ja, natürlich. Ja. Und da, ich lasse mal gerade die Cam laufen, damit ihr seht, ja, wie riesig das Viech ist. Hier, ich im Vergleich gerade dabei. Ich auch. Und auch. Ja, ey, das ist so ein Riesenbrocken einfach. Ja, echt unglaublich. Und hier schön in die Innereien reinsehen. Ja, eben. Die sorgfältig gepflegten Zähne. Liebesnarvhaut. Hm. Ich versuche gerade mal das Zäpfchen. Hier ist das Zäpfchen. Ihr seht es gerade bei mir in Full HD. Ich will auch. Hier so ein bisschen Zipfchen. Ach so, hier ja. Ja, wunderschön. Wunderschön. Ich verfolge dich durch seinen Darm. Hallo. Wo bist du, Lohnhold? Du bist so ein Schandluder. Schandluder 3. Das heißt Schindluder, du bist doch. Was auch immer. Ich suche nach so einer Abbaustelle, die sind da, die sind nur da hinten, das hätte ich dir gleich sagen. Nicht mehr geschafft. Aber dafür haben wir nie bis nach in der Rekordzeit platt gehauen zu zweit hier. New World Record. Ja, ist es echt? der Endscreen voll übel. Ja, bei mir sehe ich auch nur so ein riesiges Orangenes. Hey, ich kriege irgendwie nur zwei Items von Liebesnarv überhaupt. Der Rest ist irgendwie anderer Scheiß. Liebesnarv-Items. Das ist Liebesnarv-Luck. Ja, liebe Freunde, das war es von dem furchterregenden Liebesnarv. Hier bei Monster Try Ultimate. Ja, genau. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit einem etwas bedrohlicheren Monster, mit etwas coolerem Namen. Aber wie es weitergeht, das werden wir erst im nächsten Part erfahren. Natürlich. Also bis dahin. Tschüss.